Ja, hallo, liebe Leute. Hier sind wir heute wieder bei einer neuen Clan-Vorstellung. Heute ist es der Clan Seven Aces. Hier darf ich begrüßen den Spitfire BAV und Odinskrieger 200. Hallo an euch beiden erstmal. Ja, servus. Hey ho. Hallo. Ja, wie immer zu Beginn lasse ich immer erstmal die Beteiligten etwas über sich erzählen. Deswegen würde ich sagen, der Spitfire fängt an und danach erzählt der Odin. Ja, servus Bernhard. Ich bin der Clanleiter und Clangründer von Seven Aces. Hab den Clan vor circa einem Monat gegründet. Noch nichts über den Clan erzählen, über dich. Es geht jetzt nur um dich. Über den Clan unterhalten wir Also, uns noch. Erstmal nur über dich als alles Person. klar. Nur kurz Alles klar. dazwischen zu fahren. Bin der Stefan, bin 29 Jahre alt, komme aus dem schönen Niederbayern. Ja. Und habe als Hobby zum Teil WoW, WoT. Okay. Okay, dann zum Odin. Ja, servus, ich bin der Steven, bin 18 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen. Und ja, hauptsächlich zocke ich World of Tanks, World of Warships. Boah, das wär's dann. Bei mir auch. Okay. So, dann kommen wir jetzt eben zu den Clan-Fragen. Die eine Frage hast du ja eben gerade schon bei deiner Vorstellung schon beantwortet, aber ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal. Wie lange gibt es denn euren Clan schon? Also Seven Aces habe ich gegründet vor circa einem Monat. Okay. Ja, mehr gibt es halt nicht zu sagen. Wenn es vor einem Monat war, war es vor einem Monat. Ja, genau. Okay. Genau. Hat das Kürzel von dem Clan irgendeine besondere Bedeutung? Weil Aces ist klar, aber die Seven, wofür steht die denn zum Beispiel? Also das ist eine Frage, die sich mir stellt. Ja, also Seven Aces war so ein spontaner Einfall, weil man fährt ja hauptsächlich auf der Konsole ein 7 gegen 7 CW. Dann habe ich mir gedacht, hey, du nimmst einfach die Spieleranzahl im CW und nennst es Seven Aces, weil du hast ja 7 Panzerfahrer und mein, es könnten ja Asse sein. Ja, also das ist. Da es ein gutes Clan-Kürzel ergibt, habe ich das genommen. Ja, also das ist sehr vernünftig. Also muss ich sagen, da steckt Konzept hinter. Sowas mag ich dann halt. Ne? So, ne, wenn ne, aus dem einen und dem anderen was zusammenbezogen wird, sowas mag ich dann. Ja, dann stelle ich jetzt noch so eine Frage und dann würde ich mal sagen, schmeißen wir mal eine Runde Random rein, dass die Leute nicht mal meine langweilige Garage sehen. Also die sehen sie schon, eh schon oft genug in anderen Streams, deswegen reicht das so schon. So, was sind denn so die generellen Ambitionen, die du, also ihr, an den Clan so euch gestellt habt oder gesetzt habt? Ja, also warum ich die Seven Aces gegründet hat, ich war in ein paar Clans, also die gibt es nicht mehr, die Clans, habe da auch ziemlich viel Engagement eingebracht, aber natürlich hat sie dann der Clan wieder aufgelöst und dann solche Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, so, jetzt mache ich meinen eigenen Clan und dann ziehen wir das richtig durch. Ich glaube, ich habe das nötige Know-how, dass ich einen Clan leiten kann. Ja, wir suchen halt Spieler, die zum Teil CW haben, deswegen heißen wir auch Seven Aces eSports. Das eSports steht jetzt nicht, dass wir irgendwelche professionellen Gamer sind, also wir können nie an Clans wie UXP, Eurisk oder sonstigen guten deutschen Clans dran, das ist ganz klar. Aber das eSports steht dafür, dass wir Interesse haben, kompetitiv mitzumachen, auch vielleicht die großen Clans ein bisschen zu ärgern, wenn es jetzt mal mit dem Aufbau ein bisschen weitergeht. Ja, wir sind momentan 7 Mitglieder. Auf den Monat ist das eigentlich ganz gut. Steven und ich, also der Odinskrieger, machen das zusammen, haben jetzt auch 5 gute Spieler gefunden, die auch zu uns passen. Und dann würden wir uns ja freuen, wenn noch mehr Spieler, die Interesse haben an CWs, zu uns kommen. Aber wir nehmen jetzt nicht so die alten Hasen vom CW auf das oder sowas. Wir nehmen auch Anfänger auf, erklären denen, wie das mit dem CW abläuft, was so die Prioritäten sind im CW, wie zum Beispiel das Fokusfeuer, was wichtig ist. Und ja, Funkdisziplin ist auch ein ganz wichtiges Thema und solche Sachen. Also bei uns kann sich eigentlich jeder bewerben, aber wir haben gesagt, so bin nicht der Fan von so, ja, ich sage jetzt, du hast so und so viel wie in 8. Ist eigentlich nicht nötig, aber ich sag mal, ab 1500 sollte schon mal das
die Basics vorhanden sein. Ja gut, ich sag mal so, 1500 ist ja nur die Overall, sag ich mal so. Man sollte sich auch mal ein Genau. bisschen, man sollte auch immer bis auf die Recent achten. Der Overall sagt eigentlich nichts aus, weil wenn du 20.000 Gefechte nur wie ein Bob fährst und nach dem 20.000. Gefecht das auch einmal Klick gemacht hast und dann das 20.000. erste, ab da, die nächsten 10.000 richtig Unikum fährst, hast du immer noch eine scheiß Overall, aber du hast das Spiel danach verstanden. Ja, Ja, deswegen, das ne? kann man dann alles überprüfen. Genau, Also, ich genau. verstehe ja. Genau, ja. Na, ich wollte es einfach nur mal so generell einfach so in den Raum werfen. Ja, danke dir. Ja, so, was für eine Tierstufe wollt ihr fahren? Die Gäste suchen aus. Das überlasse ich Steven. Ja, komm, Komm, hauen wir hauen mal wir eine mal eine Runde Runde Zehner. Zehner. Okay. So, Zehner, da habe ich so viel. Ach komm, die bin ich, glaube ich, nur einmal gefahren, deswegen fahre ich den jetzt einfach, weil ich den so selten gefahren bin, fahre ich den jetzt einfach mal. Die Scheißkarre. So ein Spaßpanzer oder wie? Ja, einfach nur ergrindet, dass ich alle Zehner habe. So, ja, während jetzt ja hier gerade der Ladebildschirm kommt, stelle ich schon mal die nächste Frage. Also angenommen, ihr werdet genug Leute zur kommenden GCL-Saison. Was sind denn eure Erwartungen dort? Ja, ich sag mal so, an der ersten GCL-Saison musst du erst zusammenfinden. Ich glaube, die GCL, bis die GCL losgeht, ist gar nicht mehr so weit hin. Du hast Februar, nicht circa die Februar. Möglichkeit, dass. Ja, und dann musst du erstmal das Team, das muss ich erstmal zusammenfinden. Also, ich sag mal so, ein guter mittlerer Platz würde auf jeden Fall reichen. Und die Teilnahme natürlich. Also, die Teilnahme ist dann alles. Und je nachdem, wie sie das Team anstellt und wie das Verhalten von den Spielern ist, untereinander kann man dann in der nächsten Saison sagen, man legt jetzt wirklich ein gutes Ziel, dass man dann Erfolg hat. Aber am Anfang ist einfach nur die Teilnahme und wie sich das Team halt entwickelt. Okay. So, da wir alle Helvis fahren, fahren wir natürlich die Nuller-Linie, ne? K-Linie, ne? Unbedingt, ich bitte drum. Gott, ist das ein hässlicher Panzer. Ich hab's vergessen, ey. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja gut, da ihr ja noch nicht so lange da seid, ist die nächste Frage auch so ein bisschen blöder, ne? Weil, ne, ich stelle ja auch immer die Frage, was zeichnet euren Clan aus? Jetzt sagt nicht, ja, wir haben Spaß, es ist humorvoll und so weiter, alles das höre ich immer. Deswegen, oder das lese ich immer, deswegen, was gibt es so etwas ganz Spezielles, was diesen Clan auszeichnet? Ja, also da gibt es schon was. Wir wollen auch Anfänger an die CWs heranführen, die wo eigentlich keine Erfahrung haben. Wir sind ein ganz lustiger Haufen und wollen uns mit den Leuten auch die Nächte um die Ohren schlagen im Zug. Sowas wie Einzelfahrer oder Ego-Typen brauchen wir eigentlich nicht, weil das soll ein großes Ganzes sein. Das ist dasselbe wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto baust. Da haben auch 1000 Leute ihre Hand dran und zum Schluss ist ein großes Ganze. Also das große Ganze. Bei uns kann sich jeder mit einbringen in den Clan. Es gibt eigentlich so im Großen und Ganzen keine Clanführung, sondern jedes Mitglied kann sich selbst einbringen. Die Clanleitung ist nur dafür zuständig, dass das alles organisiert und strukturiert ist. Jeder kann seine Meinung abgeben, jeder kann sie einbringen. Okay. Klingt auf so ein Solidaritätsprinzip, einer für alle, alle für einen. Ja, so ungefähr, ja. Ne, so geht so ein bisschen so darauf aus, dass jeder sich einbringen Ja. darf, Vorschläge machen darf und nicht eben so Genau, nicht so genau. diktatorisch von oben herab entschieden wird. Ne, das wird bei uns, also bei uns kann sich wirklich jeder seine Vorschläge bringen. Wir versuchen es umzusetzen, auch über die Facebook-Seite. Jeder wird da genannt, wenn irgendwelche besonderen Sachen sind. So aus, ne, wie soll man das sagen, kleine Anerkennung. Wenn jetzt jemand gute Aces schießt oder so, dann wird der namentlich genannt, bekommt auch seine Clan-Embleme, Clan-Logos, was er braucht. Also da. Dann schauen wir schon, dass man die Leute auch Spaß am Spiel und nicht nur im Spiel haben, sondern auch alles
rundherum umspielt. So, in der 5 kommt keiner ran von euch hier, ne? Den One-Shot, ne? Rechts von mir? Nee. Ah, hier ist ein Link auch, aber ich jetzt selber. Auf das 705 kommt. Naja, aber ich muss diesen E5 erstmal rausnehmen hier. Immer erstmal Kanone rausnehmen, das ist wichtig. Ah, ich bin richtig fokussiert und konzentriert gerade. Ach, der war scheiße. Er hat geschossen, der Superkong. Ja, ich stelle mal die Frage, also eine Frage hast du ja eben gerade schon so ein bisschen mitbearbeitet, aber was habt ihr denn noch so für Kommunikationsmittel außerhalb von der PlayStation? Ne, Facebook, Seite also, weiß ich ja, kenne ich. Ja. Facebook, wir haben auch einen Discord-Channel, wo man halt die ganzen Statistiken abrufen kann über Bots, ist ganz klar. Instagram würden wir folgen und ja, ein ESL-Team könnten wir machen, aber also über die Teameinstellung, aber bringt ja nichts, wenn die ESL nicht mehr vorhanden ist. Ja, genau, sie ist ja abgestorben, das stimmt schon, ja. Also was mir jetzt schon gefällt hier, ne, dass ihr im Zug richtig schön zusammen agiert, keiner sein eigenes Ding macht, also das gefällt mir schon sehr gut. Ja, Fokus, ja, was? Was muss ich Kinder jetzt machen? Geschossen. Also einwerfen. Ja, der Odin und ich, wir spielen ja schon seit Ghost zusammen. Also, ich war der alte Clanleiter von Ghost. Den Clan habe ich übrigens auch fast komplett alleine aufgebaut und in die... Und in den Ruin getrieben? Ne? Nein, ja, das war Spaß, das war Spaß. Wahrscheinlich jetzt schon, ja. Nein, wir verstehen, wir haben mal gute Kontakte mit dem Chris zum Beispiel vom Pakt, wo du auch ganz gut kennst. Ja. Und ja gut, du musst sagen, wer Chris ist, ne? Das ist ja also der Rubakawa von Pakt. Also ne, nicht jeder, ja, nicht jeder kennt ihn unter Chris, sondern dass es halt der Rubakawa ist. So, 6 Sekunden, dann ist er raus. Ja, und wenn wir neue Spieler nehmen, wir fahren zum Beispiel mit jedem, mit dem wir ein Bewerbungsgespräch haben, fahren wir auch ein Übungs-CW. Meistens ein 3 gegen 3, mehr gibt es noch nicht her. Mhm. Wir haben da einen Partner, der Clan heißt SHP, die nehmen sie dann Zeit und dann können wir in Ruhe die Bewerber testen. Also sprich, da sehen wir dann gleich, wie ist die Basis da, wie fahren die mit uns und so. Mhm. Also ich war hier gerade gespottet, da. Ja, ich wohl. Ja, das klingt auf jeden Fall gut, dass man da natürlich auch so diese CW-Tauglichkeit gleich mal mittestet. Ah, verdammt. Also der Schuss auf den EV, der Killshot, der wo der hinging, das war auch sensationell gerade übrigens, ne? Kann man ja dann in dem Video sehen, wo dieser Schuss hinging. Und der war so sensationell gut. Ja, ja, die Frage stelle ich jetzt zuerst an den Steven, damit er auch mal ein bisschen mehr erzählt. Die geht nämlich an euch beide, ne? Wenn du 3 Dinge an WoT ändern könntest, was wäre es? Ehrlich gesagt wäre eine Sache maximal nur noch eine Artillerie pro Zug. Das wäre so die erste Sache. Dann die zweite Sache wäre, solche Tanks wie Mediums zum Beispiel nicht so stark machen, dass sie jetzt eine ganze Meta beherrschen. Dass es sozusagen noch Sinn macht, auch schwere Panzer zu fahren, leichte oder TDs. Weil ab und dann hast du da ja diese Metas, da bleibt dir nichts anderes übrig, als dann extra ein Medium zu grinden, damit du nicht jedes Mal auf die Klappe kriegst, sozusagen. Mhm. Ja, und als drittes, vielleicht ein paar Panzer mehr, so zum Erspielen, wo man wirklich eine Herausforderung hat, sie auch zu bekommen. Okay, ja, finde ich sehr gut, das letzte, was du gehört hast, finde ich persönlich sehr gut. Ja, dann gebe ich die Frage jetzt weiter. Das müssen wir jetzt kurz überlegen. Mir passt das Spiel eigentlich im Großen und Ganzen so, wie es ist. Ja, aber man hat ja immer was zu meckern. Deswegen, ne? Deswegen stelle ich eben diese Frage halt. Ne? Also, ne, wenn man 3 Dinge ändern kann, was würdest du ändern? Ja, vielleicht
offizielle kompetitive Turniere einbringen ins Spiel. Nicht nur, dass alles in Planung von privaten Personen liegt, sondern auch vom Spielemacher selber was kommt. Ja, vielleicht auch ein Anreiz für mehr Spieler, die wo wieder zurückkommen würden dann. Ja, zum Großen und Ganzen sterben wir eigentlich nichts. Okay, ja, gut. Wenn du so mit dir so zufrieden bist, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Also, ja, ne? Man muss ja keine Nadel im Heuhaufen suchen, weißt du? Wenn es die nicht gibt. Ja, ne? Also mir stört nichts. Okay. So, jetzt aber das ist mit der einen Art, die im Zug ist schon nicht schlecht, weil es gibt so die OP-Züge mit zwei Artis und Scout und dann haben die weg. FV-Zug zum Beispiel. Ja, ja. Es gibt viele Zugzusammenstellungen, die dürfen so nicht sein, aber das ist was ganz anderes. Ne? So. Gut, kommen wir jetzt zur letzten Frage schon. Eine bei euch vielleicht nicht zutreffende Antwort wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal stark bei euch. Es geht jetzt einfach nur von der Mitgliederzahl aus. Ne? Also, denn wie viele Frauen gibt es bei euch im Clan? Keine. Genau. Aber wir haben kein Problem damit, wenn eine Frau Interesse hat. Okay. Also der Clanleiter von SHB ist eine Frau und wir arbeiten mit denen eng zusammen. Also das ist kein Problem. Ja. Ja, dann sind wir jetzt auch schon beim Ende angekommen. Ich danke euch beiden für dieses nette, lockere Gespräch. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Oh, mache ich immer, mache ich gerne. Also ich arbeite gerne im Sinne der Community. Wenn sag ich mal, gewisse andere es nicht tun, mache ich das sehr gerne. Wer mit gewisse andere gemeint ist, ist glaube ich klar. Okay, ja. Das war's dann auch schon für heute, liebe Leute. Ihr habt jetzt euch hier den Clan Seven Aces mal ein bisschen vorstellen lassen können. Wenn ihr Bock darauf habt, denke ich mal, ihr könnt die beiden über das PSN anschreiben. Ihr findet sie unter Facebook unter Seven Aces, also da findet ihr sie genauso. Dort könnt ihr sie auch kontaktieren, wenn ihr Lust habt. Ja, und falls ihr hier gerade ein anderer Clan zuschaut, der seinen Clan auch gerne vorstellen möchte, schreibt mich an. Am schnellsten und am besten ist es immer, wenn man mich über Discord kontaktiert. Alternativ über Facebook, mein voller Name sollte dort ja auch schon bekannt sein bei vielen Leuten. Und der längste und langsamste Weg, wo ich antworte, ist das PSN. Aber damit müsst ihr dann leben. Ja, ich danke auch allen Leuten, die bis hierhin sich das Video angeschaut haben und wünsche euch noch eine angenehme Zeit.